Ihr rüstet bei euch einen Ölkühler nach, dann müsst ihr das ab sofort beachten. Ja, so ein Ölkühler hat natürlich die Funktion, das Öl zu kühlen, keine Frage. Und leider Gottes gibt es typische Fahrzeuge, wo in der Serie die Öltemperatur immer zu heiß ist. Häufig auch beim Anwendungszweck dafür sorgt, dass die Temperatur zu heiß ist. Ganz klassisches Beispiel, 2,5er TDI VW-Bus. Sobald ich da irgendwie noch mit dem Hänger dran fahre und ab in die Berge und gib ein 5er, dann wird das Öl zu heiß. Klassische Krankheit, gibt es schöne Nachrüstsets. Ist jetzt nicht dieses hier, aber es gibt Nachrüstsets für diese Fahrzeuge. Wir haben ganz oft den Bereich Caravan, Trailer ziehen etc., wo die Kunden auch nicht aus dem Motorsportaspekt, sondern aus dem Aspekt des einfach motorenschonenden Verhaltens auf einen Zusatzölkühler gehen. Das ist immer schön und gut, man kann das nachrüsten, keine Frage. Man muss aber ein paar Dinge beachten und ein paar Kleinigkeiten beachten. Zunächst einmal, das Motoröl, was eingefüllt wird, muss mehr sein, weil logischerweise der Ölkühler muss ja gefüllt werden, plus die Zusatzleitungen, die da dran sind. Das heißt, ich kann nicht mehr nach Handbuch gehen, da kommen jetzt 4,5 Liter Öl rein, sondern ich muss natürlich daran denken, aha, beim Ölwechselintervall, ich brauche mehr Öl. Ölwechselintervall ist genau das nächste Thema und fast schon das Hauptthema dieses ganzen Videos. Dieser Ölkühler hat die Problematik, dass wenn ihr Öl wechselt, er meistens an irgendeiner Stelle im Auto eingebaut ist, wo entweder das Öl gar nicht absackt oder allein durch diese Konstruktion, wie ihr hier seht, das Öl geht ja hier rein und kommt ja hier praktisch wieder raus oder andersrum, das Öl gar nicht mit ablaufen wird, wenn ihr die Ölablassschraube öffnet. Das heißt, hier drinnen sammelt sich immer noch Altöl. Wenn ihr einen Ölwechsel macht, dann vermischt sich dieses Altöl wieder mit dem neuen Öl. Und das sorgt dafür, dass das neue Öl schon wieder ein bisschen dreckig ist. Die beste Variante ist natürlich immer, den Ölkühler auszubauen und auszuleeren. Aber auch dann, in diesen kleinen Rillen, sammelt sich gerne mal Altöl. Das hat man eigentlich immer, im Motor ist immer irgendwo eine Ecke, wo noch mal ein bisschen Altöl ist. Dadurch ist es jetzt nicht beunruhigend, nicht schlimm. Aber ihr müsst einfach daran denken, der Ölwechsel sollte dann noch mal öfter gemacht werden. Wir machen tausende von Videos über Turboladerschäden etc. pp. Da geht es auch immer darum, Ölwechselintervalle so häufig wie möglich durchaus. Viele sind auch unterwegs mit, ich wechsle alle 5 oder alle 10.000 Kilometer mein Öl. Je nachdem, wie viel man fährt, ist natürlich auch nochmal das Thema. Aber grundsätzlich gilt, das, was im Servicehandbuch steht, solltet ihr einfach verkürzen. Macht es nach einem guten Denken, nur einem guten Gewissen. Zudem, anderer Punkt beim Einbau eines Zubehörölkühlers, wenn ihr auf universelle Kits geht, sondern nicht auf irgendwas fürs Fahrzeug gefertigt ist, achtet darauf, dass ihr ein Thermostat verbaut. In vielen Fällen, gerade in Situationen, wo es kühler wird oder man viel Autobahn fährt, kann es passieren, dass durch den Ölkühler das Öl auch zu kalt wird oder der Motor einfach zu lange braucht, um warm zu werden, also das Öl zu lange braucht, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Wir haben dazu auch nochmal ein Video gemacht, insofern könnt ihr hier einfach nochmal oben draufklicken und könnt euch das andere Video angucken, dann auch dazu nochmal was erklärt bekommen. Ja, insofern war es das auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen, etwas ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen und bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr unserem Kanal folgt für weitere Videos dieser Art und ich freue mich natürlich auch für Likes und jegliche positive Kommentare. Insofern bis bald und bis zum nächsten Video.